So phase in our Samaria's here we eat a shraf dot God sin your mind this ein helje temple gebiet as nicht and they wird your mind in heilig bedienen a port je saat oder a port je stalt and auch rütjer out dort wird they wird bedienen dann so Jesus raubt ans von der Welt rüt und auch von falsche Lehr rüt dort wird er sin your mind hier in Chan. In diesem Tempelgebiet hat Jesus selbst durch sein Evangelium von seinem Tod, von seinem Abstuhn und auch von seinem Herrn Jesus gegründet. Jetzt sind die Hauptwahrheiten. Jesus und sein Evangelium sind dort Grundstein, worauf Jesus in die Gemeinde bühnt ist. Und wenn wir ab andere Lehre oder andere Menschen bühnen, dann bleibt dort nicht stehen. Dort wird nicht stehen bleiben. Right? Wir machen ab Jesus Christus bühnen in Jesus Christus allein. Wenn wir wort andere bühen dann gehören wir nicht zu Christus, dann gehören wir zu wort andere, zu andere Menschen, zu andere Lia. Und die Gemeinde ist auch ein Körper, wo Gott der Kopf ist und alle wahrgeborene Christen die Körper Glieder sind. Und so ist ein physischer Körper nicht ohne den Kopf dauern kann, als ist das ganz klar und deutlich zu verstehen, so kann die Gemeinde auch nicht ohne Christus dauern. Hij wil ons leiden, hij wil ons führen, hij wil ons krijg zijn en wiesen, wat we voor hem doen zijn, wat we niet doen zijn. Alles wat we doen, zal door Christus gedoen worden. Hij wil ons leiden. En wanneer we te de gemeente Gottes gehören, dat meint dan dat we te Gottes Tempel gehören en ook te Christus in den Körper gehören. En dat we taubschoffen zijn, right? De Tempel, bloß wenn einer bloß ein Stein hoort, ik meine, dat jaf niet een Tempel, right? Aber we schoffen taub. Die haft dort ein Tempel. Und wenn wir taub schaufen dann, dann die haft dort ein Körper, wo durch Christus schaufen kann, right? So, wir machen taub schaufen, wir wollen auch taub schaufen, so dass Gott durch uns schaufen kann. Und von der Samarias, wo wir diese Gedanken wiederführen, um zu sein, wer Gottes Tempel bühen dort. In wo er dort dort. Wo Gott dort dort, right? Und wir losen euch mit Matthäus saßt hier, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, ab diesen Stein wird meine Gemeinde bühen, ewe dei, der Todes gewollt, niemals wird der ewe Hand kriegen. So Luther ewe sagte, im Mittornasch, er sagt, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. So die plottische Bibel sagt, Todes gewollt, aber die hüchtische Bibel sagt, Pforten der Hölle. So worum redet Jesus hier von den Pforten der Hölle? Oder in Englisch sage ich dort, the gates of hell. The gates of hell, or the gates of death, or the gates of Hades. Ab Plottisch würden wir dort direkt eher sagen, als zum Beispiel de Hal Hakj oder Purten. So, worum redet Jesus von dieser Dinge? Und was die Bibelgelehrte erklären, dass diese wir, diese Todesgewalt oder diese Todespurten meinen oder bedienen, kriegt dort, wo die Plottische Bibel hier sagt, dass der Todesgewalt wird niemals der Ewehund ewe Jesus in der Gemeinde kriegen. Und obwohl das Sterben dort, glaube ich nicht, dass Jesus bloß dort hier gemeint hat. Der Wort wird eine Hake oder deren gebrückt. Warum habe ich die Dinge verhebt? That's right. So dass Menschen, right, oder Dinge nicht sambo nennen kann oder vielleicht rütchen, right? Du wegen brück wieder Dinge, du wegen habe wieder Dinge. Wenn wir ein Haus haben, was keine Dären hat, einmal das wird sein, fahre nicht feile, nicht? Du hast einen Grund, woran wir die Dinge haben. Pforten, Dären, in Puten und so wieder. Dort Dinge oder Menschen entweder nicht rütchen oder nicht nennen kann. Und in Gottes Wort lesen wir, wo das Bild von der Todeshaik oder Dären auch so gebrückt worden. Zum Beispiel, Gott fragt Hiob in Hiob 38, in Hiob 38, Vers 18, das ist ein Gottsinne wird. Er sagt, hast du die Dern gesehen, hängen wohnen, die düstere Welt von den Verstorbenen aus? Er redet von Todesdern. Und der Psalmist schreibt in Psalm 9, Vers 13, er sagt, hab Mitleid mit mir, das ist ein Gebet zu Gott. Sei einmal, wird meine Fien für mich elend tausaten, auch er rat mir uit der Todespurt rüt. Er redet von Todespurt. So bet fahrst reden von der Haik oder deren, wird tausend, so dass der Todes
nie ruut gaan. De psalmist vroeg God om help, dat God om raden word, aie hy ook hing hem doodespoort vir amma zanen word. So hier wordt dat beeld als in Gods woord gebracht. So, dis a deren, dis a poorten, dis a doodeshaai. En wie brücken de haag, so dat dinge oder menschen nicht rütchen, dat habe ich groet zu sein, aber auch so dat de nicht nantchen. En dit is besonders wichtig an Tiden, wo Krieg is, nicht? En an de Bibeltiden wurden de menschen vielleicht eine sehr große Steuke mehr Rame stort bühen, right? Wurde auch eine sehr Steuke in schwere haag hord, oder Sturzputen hord. En wenn einer eine Stort nan will, dann muss er erst ein Weich fingen um an der Haik nan oder de deren Uptimian. Und jetzt kreit, wovon Jesus in Matthäus 16 reden der. Er redet von einem Krieg, wo ein Königreich sehr hostig wossen wird. Von welchem Königreich redet er hier? Er redet vom Reich Gottes. Über durch du einen Puten am Stich, durch eine Haik am Stich. In wem sie ne Puten sind, dort sind sie so tun sie ne. Im Vierten hier wie Botschaften eben wo so tun de Kriege as, right? Und dort stammt, wie Matten an so Horten von Arm beworen. Petrus sagt dann in 1. Petrus 5, Verse 8 und 9. Er sagt, sieht darche dacht in Waka, wie aus den Gegner de Beisefin schlicht sich Ram aus ein Wort. Ne Mietzje? Eine brallende Leif. So als so tun. Eine brallende Leif. Ein Sieg ne wem, den hei verrieten korn. Nicht bloß tröbeln korn. Verrieten korn. Den war der Stut mit Forsten glauben und denkt daran, dass jüne Bräuter über die ganze Welt durch die selge Liedenserfahrungen guten machen. So Petrus redet hier von Verfolgungen, die wir als Kinder Gottes manchmal im Leben begegnen wollen. Wie wollen die begegnen? Aber das meint nicht, dass wir hängen taugeschlutene Dären oder Puten ans von so tun verstärken sollen. Nee. Jesus sagt, dass einer, der hängen taugeschlutene Dären und Puten sich verstärken wird, und dort ist eigentlich so tun selbst. Was meine ich damit? Satan oder so tun verstärkt sich hängen taugeschlutene Dären, sodass Jesus ihn Königreich nicht tabusig wussten wird. So tun weit, dort hei bloß mul ne Karte tiet hier ab dieser Welt haf, eier Jesus, trägt. Und hei prauft alles zu dort, wo hei kon, um te hindern, dort Jesus ihn kann ich recht nicht to busig wosen der, dort hei nicht to viel Erfolg haf. Und hei dat alles, wo hei kon, Jesus am Weich te stohn. Und hei büht sich, was er deren und puten von verschiedenen Dingen, so dort Jesus ihn kann ich recht nicht to busig wosen der. Jesus sagt über, ab diesem Stein, wo ich meine Gemeinde bin, und eber de Todeshaik, niemals wird de eber Hand kriegen. So, obwohl, so tun diese deren Büt, oder diese Puten Büt, oder so eine Haik Büt, Jesus sagt, ab diesem Stein, bühe ich meine Gemeinde, und de Todeshaik wird de nicht gegen Stunden tun. Diesen Stein, ohne dass ihr sagt, ab der Wahrheiten von wer Jesus Christus ist und was er für uns als Menschen geduldet hat, wird Jesus seine Gemeinde bühen. Und Jesus nannte diese Wahrheiten Wort. Vers 19, was los wie in Matthäus 18, Vers 19, wer hat die Bibel nach oben? Schlädels. That's right. Diese Wahrheiten sind so Schlädels, uns gegeben, um Wort. Und der fünfte Stapel. Darf ich dich nicht verlieren, Don? That's right. Wie sind die Brücken? Um auch diese Haken alle aufzumerken, nicht? Er gibt uns die Schlädels, um die aufzumerken. Dort sind Jesus seine Wahrheiten. Die sind Schlädels. Matthäus 16, Vers 19 sagt in der Plottische Bibel, in Aqua, die Schlädels dem Himmel recht geben, und wird immer die appelliert bängst, soll auch im Himmel gebungen sein, und alles, was die aber ihr leisen des, soll auch im Himmel los sein. Dort wird vierten gesagt, dass Jesus in Evangelium der Schlitter sind, um den Himmels der Upte merken, nicht? Und dort ist auch reich.
Aber wenn wir nicht den Kontext für jeden von was Jesus hier reden wird, er redet auch von der Heilheit, von der Todespurt. Mit Jesus in Evangelium wird nicht bloß der Himmel der aufgemerkt, aber auch der Heilheit aufgemerkt. Und das bedeutet so viel, dass wir Menschen von ihrer Sündensklaverie losmerken können, indem wir an das Evangelium bringen. Und wenn sie dort annehmen, dann können sie ihr Herz der auch aufschlüten für Jesus Christus und Jesus dann nennen. So indem sei Kinder Gottes wohnen, wo es Gottes Königreich. So blüht Jesus in die Gemeinde. Und durch dort Wort Gottes, indem wir als Kinder Gottes dort verkündigen und wiedergeben und wiederbringen. Das sind die Schlüssel, womit wir die Heilheit und die Horten stehen aufmerken können. Für Jesus Christus. Wir würden so sein können, dass Sutunhaft für jeder Hort ein Heik gebildet, nicht? Und Gott will uns brücken, um diese Purten in Heik aufzumerken, indem wir sein Evangelium verbreiten. Und er hat seine Jünger für Leute befohlen, er an, gut, die Falke von der Welt und merkt an, der Lehrlinge, und deibt an in den Namen von dem Vater, von dem Sehen und von dem Herrn Jesus. Lehrt an alles zu tun, was ich ihnen befohlen habe. Bring an Gottes Worte, so dass sie sich von ihren Sinnen losbauen können, und auch so dass sie Gottes reine Worte haben, dass sie auch dich verkünden können und andere Menschen nachhalten. Über alle Seite deuten können oder deuten oder deuten sollen sie erst in Jerusalem warten, was sie dort kriegen würden, was der Vater an versprechen. Von Buben, der Herr Jesus. Jesus sagt, ab diesem Stein werde ich meine Gemeinde bauen. Jesus baut seine Gemeinde. Und das hat durch den Herrn Jesus und auch durch sein Wort. Und das erklärt Jesus ganz klar und ganz deutlich in Johannes Kapitel 16. Und ich war für uns was Verse aus Johannes 16 nun für uns lesen. Und ich war mit Vers 5 anfangen. Johannes 16 von Vers 5 von Vers 5, Bad 8. Johannes sagt hier, Nü über guek Träne dem, der mir geschagt hat, sagt er seine Jünger. Und keiner von ihnen fragt mich, wo gehst du hin? Wie es auch ihnen das gesagt hat, als ihnen hart trürig geworden, aber ich sei ihnen die Wahrheit, für ihnen ist dort gut, dort ich weich go. Wie es, wenn ich nicht weich go, dann kommt die Tröster nicht nur ihnen, wenn ich über go, dann war ich ihnen den Schatten. Und wann die kommen wurde, wird er die Welt, die Ewen aufmerken, über was Sinn ist, und über was Gerechtigkeit ist, und über was gerecht ist. Vers 13, nun bei 15. Vers 13, bei 15. Über wann die erste Wahrheit ist, kommen wird, der wird ihnen die volle Wahrheit lernen. Er wird nicht von sich selbst reden, er wird bloß dort reden, was er gehört hat. Er wird ihnen sein, was noch kommen soll. Er wird mich verherrlichen. Er wird von Minien nehmen und jün dort sein und deutlich merken. Alles, was der Vater hat, ist auch mein, sagt Jesus. Und deswegen sagt er, er wird dort von Minien nehmen und jün dort sein. So durch den Helden Jesus wurden die Menschen ihre Ewen aufgemerkt, dass sie ihre Sünden sein können. Aber auch den Weg sein können, wo treten Gott wird. Das wird Gottes Jesus. So manchmal probier vielleicht, andere Menschen Gottes Wort zu bringen, und du hast wenig Erfolg oder sozusagen keinen Erfolg, das hat man Gottes Geste da. Gott macht dort da. Gott macht da ihre Menschen, ihre Ewen aufmerken, ihre Sendenwiesen, dass sie die ansehen können und die zu Gott bekennen können. Right? Gott macht das sein, Gott macht dort leben, Gott macht alles da. Wenn wir proben dort über uns selbst zu tun, dann schafft das nicht. Gott macht dort da. Durch den Herrn Jesus. Und Jesus wisst, dass seine Jünger, ohne ihr mit den Helden Jesu gefällt zu werden, wenig Erfolg wurden haben. So tun seine Purten aufzumerken. Und deswegen sollen sie in Jerusalem blieben, was sie den Helden Jesu wurden. Gott macht dort da. Als wir uns zu Gott bekehrten, wo war dort? Wo war dort damals? Heim juck an sie warten. Ja, durch sein Wort. Er weiß uns, wo wir vor am Kart gekommen sind, nicht? Was du fehlen dort im Leben. Was wir alle getan haben. Und dann raubt er uns, nicht sick, right?
dass wir all diese Dinge bringen sollen. Und dann deiden wieder weg. Wir brachten am unsere Horten Heimjuk dei Rehen, Heimjuk dei Rehen, und Heimjuk uns zu Wort nied. All diese Dinge hat Gott hier tun. Und überweit wie dort Hei uns aus seiner Kinge Brückenwahl, um sein Königreich zu bühen. Dort ist der Herr Jesus, der die Hal Hakj aufmerkt, so dass Menschen sich bekehren können, in Gottes Reich gebüht wird. In manchmal stellt Sutun auch noch extra Puten für Christen, oder er merkt, was er deren für uns tau, so dass uns Arbeit für Christus noch so viel schwander ist, um uns zu entmutigen. Über Gott kann jeder Sohn der oder Heig aufmerken, wegen heute allmächtige Gott ist. Und das soll wie immer wahr in Gottes Wort. Lass mich ein Aufschnitt für uns lesen, den wir in Apostelgeschichte Kapitel 12 lesen. Dann. Apostelgeschichte 12. Wenn wir unsere Bibel in der Apostelgeschichte 12 aufmerken, dann lesen wir, was Petrus mal passiert ist, als er im Gefängnis war. Ich werde die Verse 6 bis 10 für uns lesen. Apostelgeschichte, Kapitel 12, Verse 6 bis 10. Gottes Wort sagt, Danach eier Herodes am, nämlich Petrus, dort feig verstauen will, schleip Petrus zwischen zwei Soldaten mit zwei Ketten gebogen im Büten vor der wirkten der Wächter. Und mit einmal stünd den Herrn sein Engel vor Petrus und an der Stufe scheint ein Licht an. Und der Engel klappert Petrus an der Sied und wirkt am ab und sagt, Stu schwen ab. Und am fallen die Ketten von der Häng. Und dann sagt der Engel zu am, hol die den Gürt an oder Belt an und bing die Schau tau. Und hei dei dort. Und dann sagt er, trag die Kleider an und komm mit. Und dann ging Petrus rüt und ging mit am mit. Und der Engel ging rüt und Petrus ging mit am mit. Und wisst nicht, dort hat Wirklichkeit wir, wo der Engel deit, aber doch er dachte, er sagt bloß eine Vision. Und als sie beim ersten und beim zweiten Volksposten vorbeiwirren, dann kämen sie bei den Eisenen Port, wo dort an der Stadt nahen geht. Und dort mögt sich Salz für an ob. Und sie gingen drüht und gingen eine ganze Gos lang. Und dann plötzlich verleiht der Engel an. So, der Wächter, die Ketten, die Volksposten und die große Eisene Port, oder der wird nicht genug, um sicher zu merken, dass Petrus im Gefängnis blieben wird. Wie soll Gottes Willen für Petrus wir am zu raten? Für Petrus wird das zweite Mal, wo Gott am in dem Gefängnis rückgeraten hat. Das erste Mal fängt wie in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 19. Liebe Geschwister, bloß wenn wir für Jesus Christus schaffen, dann meint er nicht, dass das uns einmal glatt gehen wird, right? So tun wird ganz direkt gegen uns schaffen. Er wird uns am Stich tun. Er wird proben, uns zu hindern, für Jesus zu schaffen. Und das ist Petrus hier, der wie im Gefängnis, der sagt da, und am hat er nicht einmal gebordet, der kann ruhig schlupen. Und du wirst eine Dache legen, nur für am nicht ab. Und dann kommt der Engel den an und prüft am ab, der war eigentlich nicht schaff nicht. Er schleibt so deib. Der hat nicht Angst. Obwohl so tun, so sei er gegen am schaffen. Und dann schließlich zu Lars wegen so Gottes Wahlen wir, rate Gott Amen, weit am vom Gefängnis rät. In Krieg dir das Paulus und Silas auch mal passiert, aus dem Gefängnis in Philippi sorten. Gottes Wort sagt uns in Apostelgeschichte 16, Vers 25 bis 26. Kapitel 16 in der Apostelgeschichte, Vers 25 und 26. Und du so sagst dort, über Maden einer Nacht beten Paulus und Silas und singen leider Gott zu loben. Keine Angst hatten die. Und der andere Fuß genommen die Hirten dort. Und plötzlich kam durch ein großes Erdbeben, dort das Gefängnis bald ab den Grundfaut schadert. In Furz aber steht, gingen alle deren ob und anfallen alle Ketten ob. Liebe Geschwister, für den Helden Jesus, ihr habt dort keine der oder Haik, tau Graut oder tau Forst, wo er nicht obmerken kann. Wann das ihn wollen, ist, die obzumerken.
Und wenn wir mit dem Helden Jesse Feld sind, dann darf dort kein Hal Hakj, der Gott nicht oben mehr ankommen. Über ohne Arm sei wie Fuß. Ohne Arm sei wie Kraftlos. Kraftlos. So würden wir die Jünger nur im Äußeren beschrieben können, die sich hinter Teuschlüten deren sich verstürken, nicht? Die wären kraftlos, lederlos, allein. Und die Frau für uns von Josef Marius als verstärkt wie auch uns hinter Teuschlüten deren. Habe ich Gott auch gefragt, um uns zu helfen, und uns mit seinem ersten Fall? Jesus sagt in Johannes 16, Vers 24, fragt und die wollen kriegen, dort jünd dort und keine Frage fehlt. So wie wir sagen, fragen. Und heute wird sie ein Port einmal down. Und aus der Jünger mit dem Helden Jesu gefällt werden, dann mögen sie der Ob, wo sie taub werden. Und die gingen rüht und predigten Christus. Und wie sie das deuten, liebe Geschwister, sagt Gottes Wort ans, und den Tag werden du, wo viele Säulen? 3000 Säulen taub gekommen, oder taub gekommen, zu Gottes Königreich. Durch den Helden Jesu kann Jesus dort erste Hal Hakj abschlüten. Und sie kann ich reden mit 3000 Säulen vergraderen. 3000. Eins ist so schwer zu begreifen, wo so viele Menschen sich auf einmal, alle taub, sich zu Gott bekehren können. 3000 Säulen. Jesus sagt, ab diesem Stein, wo ich meine Gemeinde bin, über die der Hal Hakj niemals Worte überhand kriegen. Hei merkt er ob. Hei haft die Schlitters zu tau. Hei haft seine Kinder. Hei will uns brücken. Hei will uns fällen. Und dann rutschen, um die Hakj abzuschlüten. Dort der Hei. Gott gibt uns seine Schlitters, um Menschen von ihrer Sündensgluverie loszumerken. Über all wie an Haupten kann, machen wir ihr seinen Geist haben. Heu der dort. Und wenn heu alles dort in wenig Arm haben, dann tja wie nicht ohne Arm da. Ist uns dort deutlich? Muss Gott uns halten. Amen.